Und da wären wir auch schon wieder bei einer Fire Emblem Awakening Dating Session. Als heutige Kandidatin die gute Novi. Ich meine, sie ist schon seit über 1000 Jahren nicht den Bund einer Ehe eingegangen und ich denke mal, für sie wird es allerhöchste Eisenbahn. Auch wenn sie wie ein kleines Kind aussehen mag, ist sie ja, wie wir schon herausgefunden haben, sehr, sehr, sehr alt und deswegen denke ich mal, ja, soll sie endlich den richtigen finden und ich hoffe, ihr werdet mir ja dabei helfen, dass die gute Novi auch den richtigen Partner finden wird. Novi, eine Manakete unbekannter Herkunft. Sie sieht zwar jung aus und spielt gerne mit Kindern im Freien, ist aber bereits über 1000 Jahre alt. Sie verschläft ständig und ist geboren am 21. September. Ja, soweit ich weiß, kann Novi auch mit fast jedem den Bund der Ehe eingehen, aber wir wollen ja zur Sicherheitshalber einmal gucken. Und ja, da bin ich natürlich prompt erstmal ins falsche Menü wieder gegangen und hier haben wir die gute Novi. Sie könnte mit dem guten Gregor, dem Söldner, dieser ist aber schon an Lissa vergeben, deswegen kommt der natürlich nicht in Frage, wir wollen hier keine Dreiecksbeziehungen aufbauen. Ist ja schon schlimm genug, dass Novi aussieht wie ein kleines Kind. So, der gute Frederik, der Erzritter, er könnte auch den Bund der Ehe mit der guten Novi eingehen. Oder der Edle aus Wallen, der Virion mit seinem Bogen, der alte Schütze. Ha. Ja, Wake ist auch schon vergeben an die gute Palm, neuerdings, wie in der letzten Dating-Session zustande kam. Der gute Stahl wäre aber noch frei, der Kavalier, der gutes Essen mag, aber ich hoffe, er mag kein Drachenfleisch. Oder der barmherzige Keller, der Ritter mit dem Herz aus Gold. Lonzu wäre auch eine Möglichkeit, dieser ist aber schon an Cordelia vergeben. Bleibt noch der Ricken, der auf jeden Fall vom Optischen ja ziemlich gut zu Novi passen würde, da sie halt beide noch sehr jung aussehen. Aber man muss immerhin bedenken, Ricken ist wirklich jung und Novi ist steinalt. Schwierige Frage. Der gute Gaius, der Süßigkeit liebende Dieb, würde auch noch in Frage kommen, ebenso wie Libra, der Kriegsheilige. Henry ist schon vergeben an Sumia, aber es wurde noch Donnel, der Bauernjunge, der kleine Dörfler, der irgendwann mal ganz groß werden will, bleiben, der natürlich optisch eigentlich auch noch zu Novi passen würde. Gleiche Begründung wie beim guten Ricken. Ja, die Entscheidung liegt wieder bei euch. Ich hoffe, ihr werdet der Novi einen guten Partner raussuchen und dann werden wir mal sehen, wie es ausgehen mag. Ich bin gespannt und ich hoffe, wir sehen uns dann in irgendeinem anderen Video bald mal wieder. Also, bis denn dann. Ciao!